So, ja, das verstehe ich nicht. Wo muss ich denn... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, was, hä? Ja, Alexander, hier. Ja, hier ist hier, aber hä? Was muss ich denn tun? Gibt es irgendwie ein Bild, der mir einen Hinweis gibt oder so? Das Rohr geht einfach nach hier ins Nichts. Okay, ich dachte vielleicht... Da ist eine Lampe an, die einzigste. Ne, okay. Ich verstehe nicht genau, was das Spiel aktuell von mir will. Wahrscheinlich müssen wir da lang, aber ich komme nicht da lang. Ich kann ja auch nicht springen, ich kann nur mich ducken oder so. Die Bank hatte ich auch nicht. Doch, die kann ich wegschieben. Warte mal, das geht. Oh. Oh, lol. Okay. Das ist natürlich blöd jetzt. Ein Schlüssel. Toll. Kann ich jetzt gut gebrauchen. Wenn ich jetzt weiß, wofür der Schlüssel ist. Huah. Oh Gott, wo muss ich hin? Ich komme. Lass mich nicht hier. Verdammt. Na toll, super, großartig. Here I come. Ja, soll er doch kommen, ist mir doch egal. Hä? Wie soll ich mich jetzt verstecken? Ernsthaft? Der kommt jetzt? Ach, hör doch auf. Was? Was? WTF bitte? Wo bin ich? Ich sehe nicht, wo ich bin. Ach, hier. Oh, lol. Ich kann's... So, ja, ich bin hier, bla, bla, bla. So, irgendwo hier war der Schlüssel. Oh, fuck, Alter. Hä, warte mal, wo war denn das? Oh Gott, das ist alles so blöd. Hä? Da bin ich jetzt doof, oder was? Sag mal. Ich bin hier reingegangen. So, und dann hier war zu. Hier war auch zu. Ah, hier war der Schlüssel irgendwo am Liegen. Unter Wasser, ne? Da. Stimmt. So, dann ging es irgendwo hier weiter. Hier war zu. Hier war auch zu. Boah, Alter, das unter Zeitdruck, das ist aber auch. Da kommen wir nicht lang. Er lief hier lang. Mach dir die Tür zu, okay. Ich gucke jetzt noch einmal. Es gibt keine Tür, die offen ist. Irgendwann fallen die Schüsse und die Tür geht auf. Wait a second, Alexander. That'll bloody do it. Sir,
In the mist. He must have awakened me. I can see him before my eyes now. His name is indeed Thompson. We are serving a rather peculiar case here, Alexander. Now, Mr. Thompson himself, amongst all men, had perished on the front line. Condemn your words. He was there. I saw him with my own eyes. Burn those liars amongst all cowards. Now, Alexander, I showed you the parts. Clearly, Mr. Thompson had never left the field. You have his picture. Well, what was left of him, at least. Mhm. Oder haben wir eine gespaltene Persönlichkeit? Dass wir damit nicht klarkamen, dass die alle gestorben sind, umgekommen sind. Hallo? Sind wir jetzt in der ersten Klasse? First Class Room? Oder Rooms? Wieso sehen sie nichts? Und weil sie nichts sehen, sehen sie morgen. Oh Gott, hier gibt es so viele Gänge. Du brauchst einen Schlüssel. Na toll. Gott, gibt es hier viele Gänge. Hilfe. Ich spare mir das Streichholz mal. Das sieht alles so gleich aus hier. Huch, was? Ja, Streichhölzer. Juhu. Ich bin aber nicht Raucher. Hier können wir uns nicht drunter verstecken. Auch unter diesem Tisch nicht. Da ist ein Schlüssel. Ja. Lass mich raten, wir kriegen Besuch. Hier können wir uns aber drunter verstecken, ne? Nee, okay. Noch ein Schlüssel. Okay. Jetzt haben wir zwei. Wir haben aber bisher nur eine Tür gefunden. Wenn ich jetzt noch mal weiß, welche das war. Das war hier irgendwo. Was ist das denn da? Okay. Okay, Schlüssel gebraucht. Wir haben keinen Schlüssel mehr. Das ist ja merkwürdig. So you know that they spoke to you through messages? Yes. Always in the skies. Some strange conversation. Clearly blaming me. They would bloody lead me to places I should not have gone. Like Satan luring innocent. Delightful promises. And in your case? That lure was at the side of the ship? Yes. I listened to it all. The only commands I ever followed. Like those poor 12 souls did when the whistle blew. Perished. 12 men gone. Full of hate. Rightfully luring me to the dark world of the roaming dead. Mm-hmm. Okay. Ich verstehe nur Bahnhof. Bin ich der Einzige? Okay, wir brauchen... Warte mal, vielleicht 12? Wegen 12 Männer? Ja.
Okay. Oder kommen wir jetzt vielleicht First Class? Ja, das wird ja immer schöner hier. Ich kann nicht rennen. Herein. Ich komme. Ja, bitte. Zimmer, Sir. Zimmerservice. Hä? Okay, hier geht's noch weiter. Aber erstmal Zettel lesen. Oh, wie gruselig der da stand. Nachricht über eine Hinrichtung. Königliche Benachrichtigung zwecks einer... Königliche Benachrichtigung zwecks einer Hinrichtung. Bestätigung durch diese Nachricht soll der gefreite Alexander Doktor nach seiner Rückkehr aus dem Schützengraben zum Festland hingerichtet werden. Der Transport zum Festland wird mit Alexander am 3. August 1917 abliegen. Die Hinrichtung findet zeitnah statt, wenn Mittel und Männer es erlauben. Gründe für die Hinrichtung? Feigheit. Zu beachten. Der gefreite Alexander ist als Kandidat für das Verfahren des zweiten Liebengesetzes vorgesehen. Die Prozedur findet während des Transports zum Festland statt. Wenn diese Verfahren erfolgt hat und die Kampfmoral verändert, wird die Hinrichtung ausgesetzt. Es gilt also, dass die Hinrichtung erfolgt, wenn keine Therapie entsprechend des zweiten Lebensgesetzes stattfindet oder diese Prozedur versagt. Heißt also, wir hätten hingerichtet werden sollen, weil wir feige waren. Weswegen feige? Weil wir die Kollegen im Schützengraben einfach in den Tod laufen lassen haben? Oh nein, wir können uns verstecken. Oh nein, ich sehe es schon. Okay. I know what I'm coming. Oder what? Ich hab's gewusst. Na toll. Es tut mir leid, ich wollte nicht feige sein. Weg ist er. Dann sollten wir uns beeilen, ne? Wasser wird bestimmt auch gleich noch kommen. Okay, hier ist schon mal Sackgasse. Hier brauchen wir schon mal nicht hin. Wir haben kein Streichholz mehr, was nicht gut ist. Hier ist eine Notiz. Doors are locked. Sinking near the... Okay. Hier ist aber nichts. Und jetzt? Oder müssen wir wieder zurück? Da ist ein Tisch zum Verstecken. Ich werde diesen Tisch niemals finden, doch!
Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange geht. Aber ist wirklich gut, ne? Also ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut, das Spiel. Oder habe ich die Vollversion irgendwann mal von Cookie geschenkt bekommen? Kann natürlich auch sein. Eine Karte. Ein Schlüssel. Zu einer Tür. Aber welche Tür können wir öffnen? Haben wir eine Tür gehabt, die wir offen machen mussten? Irgendeine Tür? Ich warte jetzt nochmal kurz, weil der wird bestimmt jetzt kommen nochmal, ne? Wo ich jetzt losrenne. Hier war das Bett, okay. Moment. Bin ich unterm Bett? Ich sehe es nicht. Ich hoffe ja. Ich glaube, ich bin unterm Bett. Alter. Hilfe! Oh nein! Aber definitiv nicht die Demo. Da lief er. Ich habe ihn gerade noch gesehen, der lief gerade noch da. So, müssen die irgendwas aktivieren, ne? Ein Schalter, der alles ändert. Oh nein, er kommt. Doch nicht? Okay. Wo war denn das Shot gewesen? Hier. Tonight in our stage down... Was stand da? Dining Hall. Officer's Night. Okay. Okay. Alter, wenn er jetzt kommt, dann kündige ich. Ich weiß nicht, wo ein Tisch ist. Das ist Dining Hall. Okay. Das sind aber sehr schmale Treppen. Also mit zwei Mann kann es da nicht lang gehen. Okay, hier kann man sich verstecken, oder? Nee. Oh nein, der wird kommen. Ich weiß es jetzt schon. Wieso ist immer die erste Tür, die ich treffe, genau die richtige? Ich will hier weg. Schlüsselcode, Mannschaftsräume. Was? Wie soll ich mir das denn behalten können? Oh Gott. Wie soll ich mir... Das kann ich mir niemals behalten. Niemals. Nochmal... Oh Gott, was? Das ist für D. Und das ist für A. Ach du Heiliger, was? Wie viele Räume gibt es denn hier? Hier, D7. Okay, D7. Haben wir nicht, ne? Wir haben A und, oder? Ah, doch. D7 ist 25. Okay. Hey, das war ja einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. So, 27, sagst du? So, hier. Hä? Was? War das jetzt falsch oder war das richtig? Es stand doch 27, oder? Ich probiere jetzt erstmal eine andere Tür. Oder hier die Schränke. Aha, Streichhölzer. Guck mal eine an. Bevor ich jetzt irgendwo weitergehe. Ah, kein Dia. Das geht nicht. Hier sind noch Schränke. Irgendwo ist hier ein Dia versteckt. Hundertprozentig. Ah, doch nicht. Okay. Muss ich echt einmal rumlaufen? Naja. Dumm-di-dumm-di-dumm. Dumm-di-dumm-di-dumm. Dumm-di-dumm-di-dumm.
Dumm, die dumm, die dumm, dumm, dumm. So, hi. Heißt also, wenn wir uns vertun, oder was? Oh, was steht hier? Achtung! Diese Gänge können jederzeit überflutet werden. Sofort evakuieren. Ja, das ist ganz nett. So, was war denn die? Die war doch 27, oder? Ach, 25. Oh je. 25. Oh, jetzt aber. Oh Gott, wir sollten uns beeilen. Alter, wie soll ich denn so schnell in die Tür kommen? Das ist ja menschenunmöglich. Hä, ich bin dagegen gerannt. Hä? Hä? Okay. Das ist ja... Okay. So, 25, ich beeil mich. Ich verstehe es nicht. Ist es nicht die hintere Tür? Ich dachte erst, es wäre die, weil ich habe im Augenwinkel gerade bei dem ersten Flut gesehen, dass es eigentlich da offen ging, aber anscheinend ist es nicht die richtige Tür. Das ist ja voll Trial and Error. Pfui. Ja, ich habe so meine Kritik am Spiel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist echt cool, aber es hat so ein paar Momente, was auch Sleppard sagte mit dem Interagieren. Man sieht nicht mal genau, wo man interagieren kann und so. Auch das jetzt hier, das ist so...